Hallo, ich grüße dich zum Vollmond in Löwe am 28. Januar. Ja, wir leben in einer sehr veränderlichen und ja, unruhigen Zeit. Und dieser Vollmond hier, der beschreibt diese Zeitqualität in seinen Aspekten. Humor, Kreativität, der gesunde Menschenverstand und die Intuition sind in dieser Zeit gute Wegbegleiter. Schauen wir uns mal das Planetenbild an. Sonne und Mond stehen sich in einer Opposition gegenüber, so wie es immer ist an Vollmond. Die Sonne in Wassermann beschreibt ein sehr freiheitlich orientiertes Naturell, ist sehr individuell und bereit für viele Veränderungen. Der Mond in Löwe ist sehr verspielt, zeigt seine Gefühle, hat ein großes Selbstvertrauen und zeigt seine Gefühle auch oft dramatisch und theatralisch und braucht auf jeden Fall Publikum und Applaus. Die beiden verbindet in dieser Opposition der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Das wird von dem Jupiter in der Konjunktion zur Sonne noch verstärkt. Das ist ein starker Aspekt an diesem Tag und bringt dieses große Selbstbewusstsein und einen guten Gesamtüberblick mit sich. Und in der Opposition zum Mond verstärkt es den Wunsch nochmal nach Anerkennung. Und hier ist es, wenn man sich die weiteren Aspekte anschaut, eben die Aufgabe, sich diese Anerkennung selbst zu geben. Der Saturn hier in der Nähe von Sonne und Jupiter, der weist nochmal auf so diese Realität hin. Saturn ist ja der Realitätsprüfer und der ehemalige Regent vom Zeichen Wassermann, bevor Uranus entdeckt wurde. Und ja, stellt so die Fragen in den Raum, möchtest du das wirklich verwirklichen? Lässt sich das umsetzen? Und ja, wie planst und strukturierst du das? In der Opposition zum Mond bringt ja auch so diese Ernsthaftigkeit mit sich oder vielleicht auch Selbstzweifel. Und Mond-Saturn-Aspekte weisen immer darauf hin, auch in einem Geburtshoroskop, dass man früh als Kind erwachsen werden musste, dass man seine Gefühle nicht zeigen durfte oder konnte und eben die Kindheit auch vom Ernst des Lebens begleitet wurde. Sowieso ist es jetzt ganz interessant, immer wieder mal dein Geburtshoroskop zur Hand zu nehmen und schau auch immer wieder mal für dich dieses Jahr oder überhaupt, wo steht das Zeichen Wassermann? Denn wir haben ja Saturn und Jupiter in diesem Jahr im Zeichen Wassermann stehen. Ich werde dazu auch noch ein Video machen. Und dann auch ganz spannend, wo befindet sich dein Zeichen Stier? Weil da steht auch der Uranus. Und ja, dementsprechend vielleicht stehen da bei dir auch Planeten und die werden dann natürlich auch aktiviert. Ja, bleiben wir erstmal hier beim Vollmond und der Mond in Löwe und die Sonne, die weisen eben in diesem T-Quadrat auf diese Stierstellium hin. Und vor allem findet dieser Vollmond und dieses T-Quadrat in den drei fixen Zeichen statt. Also im geistigen fixen Zeichen Wassermann, im erdigen fixen Zeichen Stier und im feurigen fixen Zeichen Löwe. Und das T-Quadrat, diese Spitze, das ist jetzt eben das Spannende auch. Was passiert hier genau? Mars steht hier in starker Verbindung mit der Lilith im Zeichen Stier und auch mit dem Uranus. Das heißt, es geht auch wirklich auf zu einem neuen Selbst. Es geht auch um die Thematik, etwas zu erlösen. Lilith im ungelösten Zustand, die weist darauf hin, dass es finanzielle Thematiken gibt, Probleme, Geld anzunehmen, sich nicht richtig geerdet zu fühlen oder nicht richtig geerdet sein zu wollen, das Leben in all seinem Reichtum oder das Leben in all ihrem Reichtum und Facettenreichtum abzulehnen. Also Esssüchte sind hier zum Beispiel auch oft mit einer Lilith in Stier angezeigt. Das heißt, sich dem Leben komplett zu verweigern oder das Leben zu sehr einzuverleiben oder es danach wieder auszuwerfen, ja, und das sind so die unerlösten Aspekte, genauso gut auch vielleicht Geld nicht annehmen zu wollen, Geld nicht annehmen zu können, sich selbst auch nicht wohl tun zu können, keinen Selbstwert zu haben, sich ausgestoßen zu fühlen oder eben nicht geerdet zu sein, nicht mit beiden Beinen fest verwurzelt in oder auf Mutter Erde zu sein und eben seine Talente auch nicht zu leben.
Im erlösten Zustand ist es dann natürlich so, dass diese Lilith sehr wohl also grundsätzlich ist sie ja erstmal mit einer sexuellen Kraft ausgestattet, aber dass sie auch ihre Weiblichkeit sehr gut leben kann, ihre Urkraft, ihre Urintuition sehr gut einsetzen kann, sich sehr gut mit Mutter Natur verbinden kann, sehr wohl Dinge manifestieren und auf die Erde bringen kann, also nicht nur in Form von Kindern, sondern auch in Form von Berufung, sich an ihrem Seelenort richtig entfalten kann und eben diese Genüsse und diese irdischen Genüsse auch wirklich genießen kann. In Verbindung mit dem Mars wird natürlich nochmal das Kämpferische oder das Aktive verstärkt. Und das Zeichen Stier ist ja auch ein Haus nicht nur der Finanzen und des Selbstwertes und des Seelenortes, sondern auch der Talente. Und es geht vielleicht hier darum, mehr deine Talente erkennen zu wollen in Verbindung mit diesem Mond, weil der Mond ist sehr kreativ, den Löwe eine gute Stellung, die eben ja selbstbewusst ist, die sich gerne auf die Bühne des Lebens stellen möchte. Und in diesem T-Quadrate, das sind Aspekte, die zwingen uns dazu, sich genau mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und ja, jetzt geht es da eben darum, etwas zu erlösen, etwas loszulassen. Die fixen Zeichen, die lieben ja Beständigkeit und Stabilität, die wollen eher etwas aufbauen. Die mögen nicht so gerne solche spontanen, abrupten Veränderungen, eventuell auch die mit dem Uranus hier in Verbindung mit dem Mars einhergehen könnten. Also äußere Stürme begleiten uns, aber auch innere Stürme könnten in einem walten und sozusagen Veränderungen herbeiführen. Man muss sich praktisch damit beschäftigen oder du merkst selber, dass du sagst, nee, das möchte ich nicht mehr machen oder ich möchte was Neues anfangen. Ich weiß noch gar nicht, was es ist, aber es ist etwas in mir, was ich befreien möchte. Und das zeigt auch diese Lilith-Energie an und dieser Mars in Stier, der normalerweise hartnäckig, stur durchs Feld pflügt. Und wenn er sich mal für eine Sache entschieden hat, dann bleibt er auch dabei. Hier mit diesem Uranus können viele Veränderungen stattfinden. Ja, Seelenort hatte ich vorhin schon angesprochen, sowieso eins meiner Steckenpferde, auch die Astrokartografie in der Astrologie ist ja auch ein wichtiges Thema mit dem Stier, weil der Stier möchte sich ja grundsätzlich wohlfühlen und sowieso auch hier Lilith, die möchte sich auch mit Kraftorten verbinden, mit der richtigen Natur. Es kann auch die Stadt sein, es kann das Land sein. Vielleicht entscheidest du dich auch hier mit dem Uranus, weil der sucht seine Gleichgesinnten, dass du sagst, ja, ich möchte mal wieder mehr, doch mehr aufs Land ziehen oder auch das Land wechseln oder vielleicht mehr in die Stadt ziehen oder ich suche die Gleichgesinnten, damit wir am Ort etwas kreieren. Wenn du zum Beispiel eine Stierbetonung in deinem Horoskop hast oder Stier würde sich bei dir im vierten Haus befinden, dann bist du wahrscheinlich jemand, der in der Großstadt oder mitten in der Stadt gar nicht so glücklich ist, sondern dann wünschst du dir wahrscheinlich mehr eine natürliche Umgebung, am besten mit einem Fluss oder See oder Bächlein in der Nähe, so zum Beispiel. Vielleicht lebst du aber auch an deinem richtigen Seelenort und es geht nur darum, deine Talente hier mit dem Mars in Stier mehr einzubringen, kreativer zu sein und doch auch etwas mal auszuprobieren. Ja, Mond hat auch noch ein Trigon zu Chiron und die Sonne in Sextil zu Chiron, sehr unterstützender Aspekt, um sich seiner eigenen Unsicherheit und Schwächen auch bewusst zu werden, weil der Mond in Löwe, übersieht gerne das Unschöne, der möchte für das Schöne anerkannt werden und dieser Chiron, der weist darauf hin, unterstützen ja doch mal was auszuprobieren, doch mal den Mut zusammenzunehmen und eine Entscheidung zu treffen oder dieses Selbstvertrauen in sich zu stärken. Oft ist es ja so, dass wir im Innen die Antwort gut kennen und ja, manchmal brauchen wir eine Bestätigung von außen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Es ist sehr gut in dieser Zeit, weil auch nämlich der Saturn auch einen unterstützenden Aspekt, ein Sextil zu diesem Chiron das ganze Jahr über durch hat, der jetzt auch hier an diesem Vollmond sehr stark ist, 0 Grad 53 Bogenminuten und uns das ganze Jahr begleitet und wir immer wieder auch auf unsere
vermeintlichen Schwächen oder Unsicherheiten hingewiesen werden in einer heilenden, unterstützenden Art und Weise, dass wir uns selber die Möglichkeit geben, das anzuschauen und in die Heilung und dann dadurch auch in eine positive oder in eine konstruktive Art und Weise bringen. Und hier an diesem Vollmond, wie gesagt, ist dieser Aspekt auch gegeben. Dann ist es so, Merkur ist an diesem Tag schwach aspektiert. Er steht im Zeichen Wassermann, hat viele Ideen, großartige Ideen. Und es ist sehr, sehr hilfreich sowieso in dieser Zeit, in der wir uns befinden, weil es ist ganz, ganz wichtig, wie wir unseren Geist ausrichten. Die Welt ist so stark im Wandel und ist so stark in der Veränderung, dass es ganz wichtig ist, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken und ja, wie wir sozusagen in die Zukunft schauen. Dieser Neptun ist gut jetzt, wenn dann dieser Merkur in Wassermann rückläufig wird am 31. Januar bis zum 21. Februar, dir deine Visionen klar aufzuschreiben. Mach jeden Tag am besten Notizen, schreib dir auch so Stichpunkte aus deinen Träumen auf, resümiere deine Träume. Dieser Merkur, der Rückläufige, der ist gut mehr zum Resümieren oder Visionen zu sammeln oder ein Vision Board zu machen. All das, um die Vision, die du hast für dein Leben, wie soll das in einem halben Jahr ausschauen, mit wem bist du zusammen, wo bist du, was tust du. Je klarer das ist, desto klarer kannst du es natürlich auch in dein Leben ziehen, desto klarer siehst du auch das Bild und du arbeitest dann automatisch auch klar auf dieses Bild hin. Und das ist ja natürlich dann wieder auch sehr sinnvoll, um das zu manifestieren, um auch diese Mars- und Lilith-Energie hier auch zu erlösen, sie auch im positiven, konstruktiven Sinne zu leben. Lilith bleibt ja noch bis zum 19. Juli im Zeichen Stier. Mars wird noch bis zum 7. März im Zeichen Stier bleiben. Also diese Stier-Energie, die begleitet uns noch eine Zeit lang, Uranus sowieso, bis dann ins Jahr 2025, 26. Ja, es gibt noch einen spannenden Aspekt, eben Venus und Pluto in starker Konjunktion, 0 Grad 9 Bogenminuten im Zeichen Steinbock. Ja, und dieser Pluto, der bringt eben Sexualität, Macht und Kontrolle mit sich. Und es könnte jetzt hier eine Beziehung neu beleben, eine Liebesverbindung. Oder wenn es um einen neuen Kontakt geht, dann werden wahrscheinlich die Themen auftauchen, dass die Angst besteht, sich hinzugeben, Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, Angst davor, in eine auch emotionale Abhängigkeit zu gelangen oder eben den anderen von sich abhängig machen zu wollen, inwieweit geht man eine Verbindlichkeit ein. Denn wenn Pluto mit Venus zusammenkommt, ob es in der Konjunktion oder auch in einem anderen Aspekt ist, dann geht es immer um alles oder nichts. Also die totale intensive Leidenschaft, auch wenn es im doch so kühlen Zeichen Steinbock stattfindet. Also es ist hier so eine Zeit, die so eine Energie von diesem Vollmond, die sehr festhalten will, so wie die fixen Zeichen und etwas ja stabilisieren wollen. Und gleichzeitig geht es hier auch mit diesem Saturn-Quadrat zum Uranus, Uranus neben dem Mars, auf zu neuen Wandlungen, auf zu einem neuen Selbst. Und es ist ein sehr schöner Vollmond im Endeffekt, dieser Vollmond in Löwe, der diese unterstützenden Aspekte eben vom Chiron bekommt und man sich so wirklich selbst gut begegnen kann und eben diese Kreativität und diese heilenden Aspekte auch sehr gut nutzen kann. Also es ist eine gute Zeit, um kreativ zu sein. Kreativität ist ja ein großes Wort, es beinhaltet ja vieles, aber sich immer wieder mal Auszeit zu nehmen. In deiner Nähe, wo du wohnst, gibt es bestimmt Kraftorte. Geh in die Natur, verbinde dich mit der Natur. Das ist ganz, ganz wichtig, besonders auch um diesen Vollmond herum. Denn es ist eine sehr unruhige Zeit und es ist immer wieder gut, sich zu erden. Ja, das war's von mir. Soweit zum Vollmond in Löwe. Und ich ziehe wie immer noch eine Karte zum Abschluss. Mal schauen, welche Karte sich zeigt. Steinbock, Strategie und Führung.
Steinbock gilt als erdiger, ehrgeiziger Planer, der Ideen gerne umsetzt und Führungsqualität besitzt. Starte dein Herzensprojekt und bringe es zu Ende. Nutze deine Managerqualitäten. Vielleicht bist du selbst noch misstrauisch, ob eine Sache wirklich Sinn macht. Doch das weißt du erst, wenn du in die Handlung kommst. Was aus der Freude heraus entspringt, wirst du erfolgreich umsetzen. Vertraue deiner Intuition und setze deine Vorhaben Schritt für Schritt um. Bist du bereit für dein Vorhaben? Hast du einen guten Fokus? Wie kannst du Projekte gut organisieren? Wo brauchst du mehr Führungsqualität? Die Affirmation ist, ich setze mein Vorhaben um. Ja, das beschreibt ja auch diesen Saturn in Wassermann, der ja auch in dieses T-Quadrat involviert ist, eventuell auch diesen Venus, diesen Pluto in Steinbock. Ja, ich freue mich sehr, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich sehr über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement. Auf meiner Webseite annaroth-coaching.com findest du weitere Angebote. Du kannst dir dort auch jederzeit gratis nochmal eine Astrokarte ziehen, den kostenfreien Seelenort-Checkup herunterladen, dich unverbindlich in meinen Newsletter eintragen, um weitere Infos über Workshops oder Seminare zu erhalten. Und nach wie vor gibt es mein persönliches Coaching. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine wunderbare Vollmond in Löwezeit an deinem Seelenort. Bis dann.